Guten Morgen und weiter geht's. So, ich könnte mir hier gleich ein bisschen Erde mitnehmen, wenn ich eh schon mal zu Hause bin. Zack, 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 zack. So, das dürfte auf alle Fälle reichen. Und Weizen habe ich ja, glaube ich, keins mehr. Nein. Das ist schade. Denn, ja. Das hier ist auch noch nicht fertig. Ich könnte mal kurz in die Farmmaschine gucken. Denn ich muss unsere Kühe füttern. Gucken wir mal in die Weizenfarmmaschine, was sich da denn so getan hat die letzte Zeit. Ja, braucht noch ein bisschen. Leider. Aber vielleicht wächst das Ganze jetzt schneller, wenn ich hier ein bisschen arbeite. Denn die Farmmaschine wollte ich ja auch noch ein bisschen verschönern. Also so ein bisschen rundum eben. So, zumachen. Dieses Loch, ich möchte es hier nicht haben. Und ich weiß sowieso, irgendwann buddel ich da dann nach unten und dann falle ich hinein. So, wie weit geht die denn? So, hier das gleiche. Alles einzäunen, denn wir wollen hier ja keine ungebetenen Gäste haben. Und ich darf dann sowieso irgendwann nochmal in den Nether gehen, um mir noch ein bisschen Glowstone zu holen. Denn viel haben wir ja nicht mehr. So, da ist das erste Stack Erde schon verbraten. Ich hoffe, ich habe nicht zu wenig mitgenommen. Na, Hühnchen? Ach, geh doch mal raus hier. So. Doofes Hühnchen. Das dürfte eigentlich reichen. Denke ich jetzt mal. So. Oh, eine Krake. So, wie weit geht das denn? Ich würde ja fast sagen... Ach, ziehen wir doch hier mal durch. Nee, falsch. So, ungefähr dürfte das dann hier sein. Und da ist das nächste Stack Erde schon wieder verbraucht. Oh. Ja. Zu. So, und dann das Ganze von da einmal bis hinter zu den Ställen ziehen. Und das Ganze dann auffüllen. Na, ich wünsche dir viel Spaß, Blaze. Boah, wie perfekt das passt. Aber einen Vorteil hat es. Ich kann endlich mal hier ein bisschen meine Erde. Aha. Stimmt ja, da war ja was. Hatte ich ja ganz vergessen, dass hier hinten noch Schilder angebracht sind. So, einmal hier zumachen. Also ich glaube wirklich, die Erde reicht nicht. Zack, zack. So. Und hier muss ich ja dann im Prinzip eine Stufe nach unten machen. War dann, denke ich, hier noch ein Block und da geht dann eine Stufe nach unten, genau. Ja, es dürfte so passen. Ach ja, die kleine Redstone-Leitung. Tür zu. Aber genau sowas brauchen wir dann auch nochmal für die Kakaofarm. Die werde ich im Prinzip genauso bauen wie die Weizenfarmmaschine. Wieso ist denn hier ein Wasserfleck? Der gefällt mir nicht. Und, na klasse. Zu, 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 zu.
Und die Kakaoformmaschine werde ich dann, denke ich, hier an die Seite mit dran bauen, in die gleiche Größe. Also so ist es zumindest von mir geplant. Wie sich's dann umsetzen lässt, ist natürlich eine andere Frage. Vielleicht hole ich mir da auch wieder einen Gast. Vielleicht hole ich mir da auch mal wieder den Frame, der mir auch schon geholfen hat bei der Weizenformmaschine. Könnte man ja vielleicht mal machen. Oh. Sollte vielleicht hier erstmal zu machen. So, nächstes Deck Erde. Ich glaube, ich darf noch mal was holen. Das ist jetzt ärgerlich. Ich dachte eigentlich, ja, ich habe mir im Prinzip, ich hatte es nicht in Erinnerung, dass ich hier quasi eine Ebene zu tief bin. Das ist natürlich schlecht, aber auch sowas muss in Minecraft getan werden. Hilft ja alles nix. Nein. Möchte ich hier nicht haben. Dann haben wir zumindest schon mal hier die Grundebene für die neue Farmmaschine. Denn ich war jetzt auch die letzte Zeit wieder genug in den Höhlen. Klar, man könnte immer sagen, oh, ich brauche Rohstoffe, ich brauche mehr Rohstoffe. Klar, aber es ist auch im Prinzip für euch ja nicht so spannend, wenn ich hier die ganze Zeit in der Höhle rumgammel. Und deshalb habe ich jetzt eben, was ist denn eigentlich da hinten, ne? Ach, jetzt dachte ich schon, da wäre irgendwas. Deshalb gibt es jetzt dann die nächsten Folgen ein bisschen Verschönerungen am Haus. Die Wege müssen ja noch gemacht werden. Beleuchtung muss noch gemacht werden. Und von daher, das sind eh wieder ein paar Folgen, die ich hier wieder was zu tun habe. Und nebenbei kann ich dann auch, ja, was ich eigentlich vorhabe, die Kühe. Dass ich hier an mein Leder komme, kann ich nebenbei immer die Kühe füttern, denn ich bin ja hier in der Nähe. Das Einzige, wie gesagt, ich brauche hier noch ein bisschen Weizen, dass ich die Kühe wieder füttern kann. Ernähren tue ich mich ja im Moment eh von Steaks. So. Zuckerrohr ist auch schon wieder soweit. Wie sieht es denn hier aus? Ach, wenn es doch nicht so lang dauern würde. Habe ich da hinten jetzt was gesehen? Nee. Sehe auch schon Gespenster. Ja. So, dann mal noch ein bisschen Erde holen. Nein. Da verwechsel ich auch immer die Kisten. So, ich nehme hier mal vorsichtshalber die ganze Kiste mit. Man kann ja nie wissen, lieber zu viel dabei haben, wie gerade eben zu wenig. Ja, und auf der Minimap sieht das Ganze wirklich schon richtig, richtig gut aus. Hat was. Hat wirklich was. So, und hier muss ich dann auch noch auffüllen. Vielleicht mache ich das nebenbei auch noch. Aber wie gesagt, erstmal hier, dann gucken, wie es denn mit der Farmmaschine aussieht. Denn ich möchte endlich mein Level 37 wegkriegen. Also mein, was heißt Level 37? Ich möchte auf Level 7 runter, also eine Level 30 Verzauberung. Diamanten habe ich ja für eine neue Spitzhacke. Ist zwar jetzt eigentlich schade, da ich ja eine schon habe, und zwar die hier. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Wieso setze ich da jetzt einen Zaun hin? So, nächstes Deck Erde. Den hier gleich mal wegnehmen und den auch. Und weiter geht's. So, wir haben es gleich geschafft. Dann können wir hier weitermachen mit den Zäunen. Da gehe ich gleich nochmal mit der Schaufel durch. Keine Erde mehr, aber im Inventar ist noch genug. Boah, wieso fehlt hier einer? Den mitnehmen und den mitnehmen. Wobei ich ja überlegen muss, Moment mal, das Ding hier ist
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 breit. Dann könnte ich doch eigentlich hier auch gleich so aufschütten, dass es 19 breit ist. Nee. So nicht. Nicht mit dem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ach du Scheiße. Darf ich hier wirklich das Wasser zumachen? Komm, das machen wir eben mal schnell. Und es wird schon wieder dunkel. Ist das nicht eins zu hoch? Nee, es hat jetzt wirklich so getäuscht. Zack. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ist das im Prinzip spannender, als in der Höhle zu gehen, hier den Dreck auszubringen? Nein, der war zu hoch. So. Und hier... Moment, ich muss ja noch einen weitergehen. Denn ich brauche ja hier auch noch einen kleinen Zaun, ne? Der Zaun muss ja auch noch hin hier an die Seite. Aber dann habe ich zumindest schon mal... Ich gehe jetzt erstmal kurz pennen. Dann habe ich zumindest schon die Fläche für meine Kakaoplantage. Au! Oh, hat's mich jetzt gerissen! Du... Ich sollte vielleicht meinen Bogen in die Hand nehmen. Nicht, dass hier irgendwo gleich ein Creeper vor mir steht. Schön die Augen offen halten, ne? Mal kurz was snacken. So, nimm den Bogen in die Hand. Und ab ins Bettchen. So, eine gute Nacht. Guten Morgen. So, da geht's auch schon weiter. Ich nehme mir gleich mal noch ein bisschen Dreck mit. Wenn ich schon mal hier bin. Erde. Okay, wir sind voll. Und voll ist immer gut. Naja, nicht immer. Genau, brennt. Und da habe ich doch einen Enderman gehört. Kleiner Schlingel. Oh, das Weizen dauert aber Ewigkeiten, bis es fertig ist. Nicht schön. Gar nicht schön. So, einmal... Machen wir es gleich so. Erde, Erde, Erde. Zack, zack. Und gleich nochmal rüber. Da ist ein Abgrund. Das mag mir nicht gefallen. So. Nicht runterfallen. Hier, hier, hier und hier und hier. Dann. Und dann. Na, wer kennt es? Und dann. Was machst du denn hier? Einmal. So. Böser Creeper. Ganz, ganz böser Creeper. So, dann füllen wir hier mal noch den Rest auf. Geht ja eigentlich relativ fix. Sagen wir es mal so. Ja, so kann man es auch machen. Nein. So, dann den anderen Wassergraben hier noch zumachen. Ich sagte, den Graben hier zumachen. Ah. Ja.
Den hier, den hier, den hier. Und das ist schon wieder so umständlich, wie ich das mache. Und der gehört dann nicht hin. Ein bisschen weiter nach unten gucken. Hier fehlt was. Das hier noch. Es ist, ja. Es hängt immer so viel Vorbereitung in der ganzen Geschichte hier. Das ist wirklich. Da denkt man sich, ach ja, komm, bauen wir uns schnell irgendwas hin. Und im Endeffekt hängt man dann schon so viele Folgen alleine an der Vorbereitung für das Ding, dass man sich denkt, wow, was weiß ich, schon wieder 5 Parts an diesem Ding gebaut. Wo geht da die Zeit hin? Aber es ist im Prinzip genau diese Vorbereitung. Und hier fehlt ja auch noch was. Genau, das mal hier begradigen, wenn wir schon dabei sind. Wo kommt denn der Zaun? Ach, der ist schon hier. Zum Glück haben wir so viel Erde. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich nicht so viel Erde gehabt hätte? Wäre ich jetzt richtig doof dagestanden? Ah. Zack, zack. So, weiter geht's. Leute, wir haben es gleich geschafft. Wenn ich mich nicht hier andauernd verbauen würde. Ach, und wieder schöne Musik im Hintergrund. So, dann mal weiter hier im Prozedere mit dem Zaun. So, der geht im Prinzip, würde ich sagen, bis einen, Moment, hier. Genau, bis einen vor die Kante. Oh, ich glaube, die Zäune reichen nicht. So, ist da irgendwo eine Lücke? Nein. Mehr Zäune. Die reichen im Leben nicht. Ich muss ja auch noch komplett in die andere Richtung rüberziehen. Und zwar... Ach, und da vorne fehlt ja auch noch ein bisschen was. Und zwar ja bis hier. Das müsste ja vom Platz her eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Aber ich habe ja abgezählt, also muss es passen. Aber, ja, ich habe ja schon oft abgezählt und es hat nicht gepasst. So, der Erdeblock muss weg. Und dann geht's hier weiter. Jo, nein! Wo ist meine Axt? Und jetzt einmal... Hier bitte wieder raus und da muss ich ja, so wie es aussieht, auch noch zumachen. Die, genau, die, das Wasser muss weg. Und hier. Und wieso ist eigentlich hier... Hier sind überall Löcher, Minen, Schächte. Oh. Dann gleich mal hierher. Darf ich dann auch noch irgendwann hier das ganze Areal zu beleuchten? Das wird, glaube ich, heftig. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Wir haben hier wirklich von dem hinteren Teil noch gar nichts beleuchtet. Boah, da hänge ich doch mindestens 1-2 Folgen nur an der Beleuchtung. Naja, aber wie heißt es immer so schön, in Minecraft geht ja im Prinzip die Arbeit nie aus. Es gibt ja immer irgendwas, was man machen könnte. Und vor allem, ich hatte ja eigentlich noch ein paar andere Sachen geplant, aber ich bin ja mal gespannt, wann ich die überhaupt machen kann oder, ja. So,
So, und die Zäune reichen, glaube ich, sogar. Hier haben wir noch welche. Dachte ich schon, habe ich keine mehr. So, das Areal ist eingezäunt. Dann kann man im Prinzip sagen, man macht das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Man müsste ja eigentlich im Moment mal, kann ich nicht, das hier auch wegmachen? Nein, 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 nein. Oh. Aufpassen. Könnte hier bitte das Getreide mal ein bisschen schneller wachsen? Kann es ja nicht sein. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann brauche ich hier ein bisschen Gravel, um den Weg nach... Ach komm, wenn ich die Erde doch gerade schon dabei habe, einmal hier kurz zu machen. Ja. Okay, das mache ich dann danach. Ah, einmal hier rum. Da habe ich auch nicht überlegt. Da wollte ich ja eigentlich, ja, ich weiß nicht, warum ich das hier ausgebuddelt habe. Das war, glaube ich, weil ich hier, bei dem Weizenfeld und so, da habe ich ja immer eins tiefer gegraben, dass quasi hier, zwei Blöcke Erde drunter sind. Hätte ich hier eigentlich für die Schweine, denn das wieder, glaube ich, der Schweinestall, gar nicht gebraucht. Aber ja. Doppelte Arbeit hat auch was. Halt, wir haben hier noch ein Steak. Ein Steak wollte ich jetzt schon fast sagen. Ne, ein Steak haben wir hier am letzten Slot. Ha, kann ich ja mal versuchen, das Loch mit Steaks zuzumachen. Aber, ja. So. Hier lang, hier lang. Nein. So. Ja. Das Loch muss zu. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Raus hier. So, mal kurz die Schaufel hier und hier. Und hier und hier. So, und dann ist im Prinzip der Stall einen Block vom Gravel entfernt. Wir haben hier noch ein paar Zäune. Und hier genauso. Eins, zwei, drei. Moment, den muss ich ja mitzeigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 6, 7, 7. Und wir hatten doch auch noch Gatter dabei. So. Und es wird schon wieder Nacht. Ach ja, passt ja. Ha! Umzäunungen pur. Und irgendwie muss ich, glaube ich, schon wieder pennen gehen. Und von der Zeit her ist es auch schon wieder soweit, einen kleinen Schnitt zu machen. Die Zeit vergeht einfach viel, viel, viel zu schnell. So, einmal hier rein. Und dann sage ich gute Nacht und wir sehen uns zur nächsten Folge von Minecraft.